Also Leute, ich sitze gerade im Auto, weil ich gehe ins Shopping Tivoli. Ihr habt mir ganz viele Sachen geschickt auf Insta. Ich habe gefragt nach Dupes von Skims, so Shirts halt, und so, also Body-Shirts, Langarm-Shirts, so ein das. Und ich habe nachher eine bestimmte Hose gefragt und ihr habt mir ganz viele Sachen geschickt. Und jetzt gehe ich ins Shopping Tivoli, das Zeug anschauen und anprobieren und zeige euch alles, wie das aussieht. Weil eben, wie gesagt, ich tue nicht Gatekeeper. Ich tue euch alles zeigen, wie teuer es ist, wie es aussieht, was man nehmen sollte. Und ja, mein Ziel ist, dass ich nicht mehr als 100 Stutz ausgebe für all diese Sachen. Und was ich auch noch überlegt habe, ich würde gerne Ackboots, die Tiefen. Und von dem Set scheint es auch ganz viele Dupes geben. Darum, das können wir heute machen. Ich bin angekommen, ich bin da. Shopping Tivoli. Ich glaube, da ist der Eingang vom Shopping Tivoli. Ich bin im Fall noch nie mit dem Auto ins Shopping Tivoli. Ich bin immer nur mit ÖV hergekommen und das war mein erstes Mal. Also wenn ich falsch parkiert habe oder ihr denkt, es hat den besten Parkplatz, dann schreibt es in die Kommentare und ich mache es besser das nächste Mal. Ne? Und so einen Kopf geschlagen. Egal, let's go! Da hat jemand geschrieben H&M. Da hat auch jemand Zara geschrieben. Da auch H&M und Zara. Das ist auch ein H&M-Link. Ja, also ganz viele Leute haben mir gesagt Zara und H&M und den gehe ich jetzt an. Ich schaue mal, was als erstes kommt, ob es Zara ist oder H&M. Der Update, ich finde den Weg nicht, ich komme nicht raus. Die Shop-Tivoli ist sehr kompliziert. Ich stand da und ich muss da rüber. Aber da ist ja der Ochsensport. Das heisst doch, ich muss dahinter laufen. Hinten macht es nichts mehr. Ich bin ein bisschen verwirrt. Also das ist der Injury-Scout. Ah, ich muss da rüber. Hä? Ah, ich glaube, ich muss dort hin. Okay, ich glaube, jetzt habe ich es gecheckt. Das ist der Ort, den jeder kennt, glaube ich, oder? Gut, jetzt suchen wir den H&M und den Zara. Ich glaube, der H&M kommt erst. Also, seht ihr den H&M? Ich kann ihn nicht sehen. Er ist gerade da vorne. Also, der H&M kommt als erstes. Und ich gehe jetzt die Dupes suchen. Also, da hat es schon mal etwas, das genau den Stoff hat. Aber es ist schön mit U-Boot-Ausschnitt. Finde ich nicht so schön. Ist so schön, so rückenfrei. Also vielleicht, aber irgendwie so drei Viertel Ärmel, das gefällt mir nicht so. Aber da, für 12,95 Leute, das hat es. Also es hat schon mal etwas. Also da hat es noch mehr, so grau, schwarz, braun und weiß. Ich glaube, ich nehme das Graue mal mit und ich mal anprobieren. Es ist, glaube ich, ein bisschen höher, aber vielleicht ist das noch nice, jetzt, was kalt wird. Da kurz ein Outfit-Check von meiner Seite. So, hier. Und ich bin hier am Zeug schauen. Ja. Yeah. Also Leute, ich bin jetzt in der Kabine und das sind meine Sachen, die ich jetzt anprobiere. Das ist noch gutes Licht. Es sind vor allem so die Skim Tubes und dann habe ich da noch eine Hose, die oben gesetzt ist. Es hat mega viele gute Aktionen im Handel, gerade im Fall. Und dann habe ich noch vor zwei Kleidchen, die vielleicht für ein neues Jahr würden passen. Ja, ich tue es mal anprobieren und zeige euch jedes Piece. Also das ist das erste. Jetzt kommt es jetzt nicht gut, aber es ist recht so durchsichtig. Also eigentlich ist es okay. Man kann einen weißen BH an und man sieht mich halt schon. Das ist ein S und es ist sehr lang. Man könnte es als Body tragen, aber mir ist das zu durchsichtig. Aber es ist bequem, es fühlt sich gut an. Und ja, also vielleicht muss man sagen, ich bin 1,70 groß und 63 Kilo. Ja, ich trage meistens in der Hose 38, 40, Tops S oder M, je nachdem. Da könnt ihr vielleicht sogar ein XS mitnehmen, das ist ja genau. Also mein Ohrring hat sich gerade von mir verabschiedet. Entschuldigung. Ja, ich weiß nicht, wo der Rest ist. Die müssen wir versorgen, I guess. Habe ich halt nur noch eins an. Ich habe den Rest von meinem Ohrring gefunden, das ist an meinem Ohr gehängt. Ich probiere es jetzt einmal kurz noch anzuziehen. Okay, what the fuck, seht ihr das, Leute? Es fällt einfach auch da. Hey, wann ist das rausgekommen? Das hier ist nicht mehr der Abmandere. Und da fällt alles Herzchen. Okay, keine Ahnung, ich muss meine Ohrring abziehen, ich habe es kaputt gemacht. Schade, wirklich schade. Also das gleiche in schwarz, das ist aber ein XS. Das finde ich sehr schön, actually. Es ist verdammt bequem, obwohl es XS ist. Und es ist trotzdem lang. Also man kann es als Body brauchen. Oh! Ich glaube, das ist gut. Und es kostet 12,95. Das ist noch schön, oder? Das ist auch sehr schön, aber es ist ein S, weil es ja kein XS mehr kann. Ich finde es zu locker. Es ist ein grosses S. Ich glaube, da muss man schon kleine. Es gibt XS, XXS und XS als kleine Größe. Darum, ja.
Wäre schön von der Farbe, aber es ist mir zu trocken. Also da haben wir ein Langarm, schwarz. Und jetzt haben wir ein XS. Sehr schön. Und bequem, sind bequem, muss ich sagen. Sie sind wirklich sehr bequem. Und sie machen eine schöne Figur. Flame. Das ist nochmal genau das gleiche wie schwarz vorher, einfach in so Braun. Sehr schöne Farbe. Und es ist ein S. Ich finde das S sogar bequemer, Leute. Es ist nicht so elegant. Also ich glaube, das S bei Langarm ist besser als XS. Bei Kurzarm XS. Sind ja noch schön, was findet ihr? Ich finde es eine schöne Farbe. Also das ist ein Body, ein S. Und das würde ich empfehlen, ohne BH zu tragen. Ihr seht es aber irgendwie. Ich muss es ja nicht so... Ich muss es so tragen? Nein. Ich glaube, das muss schon so. Aber irgendwie... Es ist sehr unbequem. Also ich kann nicht Platz anstehen. Das ist nichts. So von hinten. Ich glaube, ich trage es falsch, aber... Es ist da zu eng für mich. Zu eng. Obwohl es ein S ist. Und das ist noch so ein Kragengrau. Finde ich jetzt nicht so schön. Ich finde, der Kragen ist ein bisschen komisch in der Mitte. Also nicht hoch und nicht tief. Und das hat meine Frisur fast geschlossen. Das ist ein XS. Für 12. Ich kann die Zahlen nicht lesen. Finde ich auch ein bisschen eng. Vielleicht ist das S auch besser. Und das ist schon sehr stretchy, aber also du hast Platz. Da kannst du schon mehr. So. Aber ich finde irgendwie... Nein, nicht gleich. Wenn es um die Hose geht, also es sieht... Leute... Der Arsch ist weg. Also flacher Arsch. Ich habe noch nie so einen flachen Arsch von mir gesehen. Die Hose finde ich nicht. Ich finde das noch cool und das da oben auch. Aber irgendwie... Also sorry, ich habe so einen Hörtöpfelsack. It's not giving. Ja, ich habe da noch so ein Kleid, das vielleicht für ein Jahr gut wäre, aber wahrscheinlich nicht. Ich habe eigentlich Kleider nicht so gerne. Also so wäre das Kleid. Ich finde das nicht. Ja, für ein Jahr. Cute, aber nicht für mich. 25 Stutz, ein S. Ich weiß nicht, ob ich die Einzige bin, die das mache, aber ich mache immer so einen Haken. Das nehme ich nicht, das nehme ich. Das nehme ich, das ist einmal 12 Stutz XS. Ich weiß nicht, ob es steht aber nirgends, wie das Teil heisst. Ich gehe jetzt schon noch in Zara schauen, aber ich habe das Gefühl, dass der Hohenheim günstiger ist als der Zara, so wie ich ihn kenne. Und das ist das zweite, das ich nehme. Das ist 19,95. Ein S. Langarm. So, jetzt gehen wir weiter in Zara. Sorry, ich liebe den Pulli. Ich finde den nicht so schön. Ich finde, der sitzt perfekt. Ich habe den neu. Und vor allem, dass hinten drauf so gross etwas drauf ist. Ich finde das so cool. Kann ich immer noch etwas wählen. Also Leute, das Tipp, holt euch die Hohenheim-App. Das ist keine Werbung, gell? Das ist alles keine Werbung. Das ist auch gut, wenn du dich will. Du hast jetzt, wenn du Member bist, kannst du immer wieder deine Member-Ding-Karte, also das Teil scannen. Das ist ja logisch. Aber du hast mega oft zu Rabatt, entweder online oder im Store. Ich habe jetzt 10% Rabatt gehabt auf das. Das heisst, ich habe jetzt für die zwei T-Shirts, das schwarze und das braune Langarm, habe ich jetzt 26 Stutz gezahlt. Und ich habe gesagt, ich habe eine Limite von 100 Franken, mit einfach nicht ausgeben. Und so kommt man natürlich gut in die Limite, wenn man Prozent hat. Und ich glaube, das ist gut. Jetzt gehen wir ins Zara. Ich schaue, ob die auch gute Dupes haben. Also ich habe sie gefunden, sie haben hier ganz verschiedene, verschiedene Farben, Bodies, nicht Bodies. Da hinten hat es noch mehr. Schaut mal die geilen Muster, die sie haben. Das sind sogar Leopard-Prints. Also ich nehme da ein paar mit und kann sie probieren. Das ist so ein hellblau und das ist ein S und das ist so eng. Also Zara, nicht S. Das ist jetzt blöd, weil ich habe alles im S genommen. Wegen dem Handhem vorher, aber egal, es ist da. Nicht stretchy, es ist viel zu eng. Aber es wäre eine Farbe. Ich sehe es nicht, ich sehe es nicht. Also das ist ein Body und das Licht ist schon wieder gut. Das war am Handeln besser. Würde ich ohne BH anziehen, weil das geht scheiße aus. Und das ist der Beweis, Leute, es ist auch ein S. Und das S ist bequem und das andere S habe ich Platz angeschaut. Das heisst, ich höre niemals auf Grösse, sondern wie ihr da fühlt. Weil jedes S ist anders. Das sieht nicht so schön aus, das steht mir nicht so. Finde ich nicht so geil. Und das Body ist immer schwierig. Also das probiere ich nicht, aber es ist genau das gleiche wie das Blaue. Es wird mir so viel zu eng sein, weil das ist eng. Aber mir schon Props gegeben das. Das war null durchsichtig gewesen. Also man hat den BH nicht durchgesehen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen durchgesehen, weil beim Blauen hat man es auch durchgesehen. So, jetzt probiere ich das aber. Also sorry, ich sehe nur 15. Für mich ist das nicht so. Das ist auch nicht so ein Skims-Stoff wie jetzt alle anderen. Das ist das gleiche wie das Leopard, aber es ist ein ganz anderer Stoff. Ja, finde ich nicht schön. Aber 15 Stutz, das S. Das S passt eigentlich gut hier bei mir.
Und das Gute ist, Zara hat alles an einem Haufen gehabt. Also wirklich jedes Piece, jedes Skims war einfach in einer Reihe gewesen, schön aufgehängt. Beim Handeln hast du zu den Divided, dann zu den Sportsachen so ein bisschen gemischt gehen, dass du das Zeug gefunden hast. Gut, das ist eigentlich genau das gleiche. Das ist ein bisschen durchsichtig, aber eigentlich recht gut. Ich glaube, ich würde das auch immer ohne BH anziehen, aber das bin ich. Da würde ich jetzt nichts nehmen. Ich tue jetzt noch etwas abprobieren, das ist das. Das ist so ein Jeans-Ding. Hätte ich nicht einfach wissen, wie es aussieht. Okay? Ich könnte einfach nur anprobieren. Im Ernst. Das ist 50 Stutz, das ist jetzt teuer. Also da habe ich noch eine Hoodie, bevor ich das Jeans-Ding anziehe. Der ist auch recht eng. Also das ist auch ein S. Eng. Schöne Farbe. Ich finde, das steht mir alles nicht. Ich weiß nicht, ob es das Licht ist. Aber falls das Licht drin ist, Sarah, mach es besser, weil es hält mich vom Kaufen ab. Ich sehe blöd aus. Okay, so sieht es blöd aus. Das steht mir auch nicht. Sorry, wie die Hose heute. Jetzt kannst du meine Schuhe abziehen, aber so wie es aussieht, es ist eigentlich noch cute. Aber es ist nur kurz. In welcher Welt? Soll ich so ein kurzes Knie anziehen? Also weißt du, es sieht ja schön aus, ich verstehe. Es ist schon sehr kurz. Oder bin ich einfach jetzt altmodisch geworden und erwachsen? Ich habe immer das Gefühl, ich shoppe bei einer anderen Zara wie alle anderen Menschen. Bei mir hat es nie so geile Sachen. Also ich muss wirklich sehr Glück haben, dass ich etwas Cooles finde im Zara. Und falls ihr Leoprint-Sachen sucht, geht in die Metro-Boutique, weil... Leute, sie meinen es ernst. Mit Leoprint. Ich habe hier drei Hosen zum Abprobieren, die so Print haben hinten drauf. Und ich habe die genommen, weil die sind alle runtergesetzt. Also 50 Stunden. Also, das ist die erste. Ich verstehe, wieso sie runtergesetzt ist, weil sie nicht los wurde, weil sie nicht baggy ist. Das ist ein M. Und noch hinten drauf. Vielleicht müsste ich ein L nehmen. Das ist schon sehr eng für das Bag ist, aber ich like that, dass sie am Boden kommen, weil ich habe lange Beine. Also so sind die zwei, das sind auch sehr eng für das so, ich hoffe es. Aber viel zu eng. Also auch die Tüte ist sehr eng. Auch geil, was hier drauf ist. Ich gehe mal das L oben voll rein. Also das sind die ersten Hosen im L. Die sieht schon mal viel besser. Das sieht besser aus, finde ich. Und es ist auch geil, wie sie umsitzen. Und hier ist es so. Die sind alle von Bay übrigens. Marke Bay. Das ist einfach nicht zu eng in den unteren Kabinen. Also die Dinge sind noch nicht zu nah. Machen hier vier von da, da, da und da. Jedenfalls da. Das ist die Marke. Und die ist 49 Stutz, die da hinten ist glaube ich 29 und die ich jetzt an ist 59. Schau mal, wie geil die sitzen. Das sieht halt nice aus. Also bei dir dasselbe, viel besser. Ich muss sagen, ich finde es schade. Schade, Metro, dass ihr nur drei Grössen habt, weil ich würde jetzt von mir behaupten, ich gehöre zu der schlankeren Seite und ich brauche ein L in den Hosen. Und Grösse geht es nicht. Also wenn du jetzt ein bisschen mehr Bauch hast oder ein bisschen mehr Arsch als ich, vergiss es, da reinkommen. Wirklich vergiss es. Also die Hose kannst du nicht anziehen. Das ist sehr frech. Mach eine grössere Grösse. Also das hier sitzt für mich wie ein 38. Das ist kein L. In welcher Welt ist das ein L? Sorry. Aber ist geil. Geile Hose. Für mich passt es, aber ja, die ist schade. Jedem am besten gefallen wegen dem Muster. Das ist Muster krass. So, das ist die letzte. Ist auch geil, wie sie sitzt von unten. Und so von hinten halt. Ich finde sie alle geil. Was mache ich jetzt? Also, die ist glaube ich schon am krassesten gewesen. Oder? Von hinten drauf, das ist auch geil. Aber verdammt jetzt, langsam, wirklich. Also, wäre ich jetzt nicht arbeitslos, hätte ich die gekauft und die. Aber weil ich arbeitslos bin, ich nur Limit habe von 100 Stutz. Weil ich sonst kein Geld mehr habe. Also, ich habe schon kein Geld mehr, aber nehme ich die für 59. Dann habe ich im H&M 26 ausgegeben und dann 59 weniger als. Ja. Das ist Bay, Größe L. Die von mir, wenn ihr so Baggy Jeans und so wollt, ist mir immer gut. Es ist auch gut teuer. Also kauft für dein Seel. Und nicht normal, weil es ist schon sehr teuer. Also ich finde es zu teuer für eine Hose. 90 Stutz. Klar, es ist sehr schön gemacht und es macht Sinn. Aber weißt, wenn du 15 Jahre so bist oder 16 oder 17 oder 18, ist es halt einfach zu teuer für eine Hose, weil du nachher auswachst. Weißt du, ich meine, Seel kaufen in der Metro-Boutique. Im Metro. Das sagt man eigentlich, oder? Der New Yorker hat Dirndl und sie sind recht schön sogar. 69 Stutz ist ein günstiges Dirndl. Und Lederhosen haben sie auch. Für die, die ans Oktoberfest haben. Übrigens, der New Yorker hat auch viel von denen. Sogar so rückenfreie, schöne. Sieht man jetzt nicht gut so. Also da 14 Stutz und 12. Das sind auch alles Dupes. Übrigens, das ist der beste Gel zum Slick-Frisur machen, finde ich. Ich habe viel probiert und von dem bin ich überzeugt, das hebt am längsten.
Also ich bin eigentlich nicht so schlecht mit Orientierung, aber ich finde den Dosenbach nicht. Und ich weiss, ob ich blöd bin oder ob Shoppy Tivoli den Dosenbach da mit dem Ochsenschuss ersetzt hat und einfach die Tafel nicht angepasst hat, weil ich weiss, ich check's nicht, wo der Dosenbach ist. Ich finde ihn nicht. Also Update, ich bin blöd. Ich habe ihn gefunden. Letzter Punkt, nämlich die Tubes von Ackboots. Die tiefen Achs. Das passt klar, aber nicht das, was wir suchen. So Leute, ich habe schon aufgestellt, ich habe die Schuhe probiert. Ich nehme einen tiefen Stück tiefer. So. Sie sehen halt genau gleich aus wie Ackboots, gell? Ich hatte eine Limite von 100 Stutz, jetzt habe ich schon 91 Stutz ausgegeben. Soll ich die aber einfach kaufen? In Schwarz haben sie das auch noch. Jetzt kannst du wirklich nicht schauen. Dann haben sie neue Höhen. Gut. Ich glaube, ich kaufe sie einfach. Also Leute, ich habe zu viel gekauft, wie ich gesagt habe. Das hat jetzt 45 Stutz gekostet. Da kann ich noch einsprayen lassen. Und ein Säckchen, weil es halt stinkt. Das sind meine Sachen, die ich jetzt gekauft habe. Ich glaube, das Unnötigste war die Hose. Oder die war halt nicht auf der Liste. Sonst die Tubes, super. Kauft es um, also wenn ihr günstige Tubes wollt, dann habt ihr es glaube ich gesehen. Die super ist zum Kaufen. Auch die Schuhe finde ich gut. Praktisch sind mega bequem gewesen. Und sie hat noch gesagt, damit die Wasserflecken weggehen, die man immer hat auf der Achse. Immer wieder einsprayen. Aber einsprayen mit einem Wildlederspray, also nicht mit einem normalen Spray. Jetzt gehe ich heim, weil ich habe viel zu heiß, ich habe Hunger und ich muss einfach heim, ich mag nicht mehr, es ist mir zu viel. Es ist so warm drin. Egal. Schreibt unbedingt in die Kommentare, ob ihr noch mehr so Videos wollt, ob ich mehr solche Sachen testen soll. Falls ja, was ich soll testen soll. Ich habe mir überlegt, ob ich mal in einen Oktoberfest-Dirndl-Shop laden kann, um verschiedene Dirndl zu probieren und euch zeigen, was am besten ist und was günstig ist. Darum schreibt in die Kommentare, was ihr findet. Bye! Ich habe es probiert. Ich bin